Hast du Folgendes schon mal gehört? Hansestadt Rostock, Hansestadt Köln, Hansestadt Hamburg, Hansestadt Lübeck. Was bedeutet das Wort Hansestadt vor diesen Städtenamen? Was ist die Hanse? Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com. Und heute reden wir über die Hanse. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Was ist die Hanse? Um das herauszufinden, gehen wir zurück ins Mittelalter. Wir befinden uns circa Mitte des 12. Jahrhunderts. Die Geschäftsleute reisen von einer Stadt zur anderen, um zu handeln. Sie besuchen vor allem die Städte, die an der Nordsee und an der Ostsee liegen. In diesen Städten wird sehr viel gehandelt, weil sie so einen guten Zugang zum Wasserweg haben. Die Reise ist allerdings sehr gefährlich für die Kaufleute. Die Kaufleute schließen sich zusammen und bilden Fahrgemeinschaften, um sich besser zu schützen. Hanse ist Althochdeutsch für Gruppe. Die Hanse ist gar nicht so offiziell. Man hat kein Dokument finden können, das die Gründung der Hanse dokumentiert. Es ist eher ein inoffizieller Zusammenschluss von Kaufleuten und Städten. Die Hanse war nicht nur ein Zusammenschluss von Kaufleuten, sondern auch ein Zusammenschluss von Städten. Diese Städte verpflichteten sich zum Freihandel. Dies bescherte den Städten sehr viel Wohlstand, den man auch heute noch an vielen Bau- und Kulturdenkmalen sehen kann. In der Hanse herrschte ein stetiger Wechsel. Viele Städte waren mal Teil der Hanse und dann wieder nicht. Obwohl es die Hanse seit Mitte des 17. Jahrhunderts nicht mehr in dieser Form gibt, bezeichnen sich viele Städte auch heute noch als Hansestädte. Ja, da haben wir wieder etwas gelernt. Jetzt weißt du, warum manche Städte sich als Hansestädte bezeichnen und was die Hanse war. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und wir sehen uns morgen. Tschüss!